Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review und heute werden wir Eden Hazard Team of the Season testen. Ich bin schon heiß drauf und ihr Leute, am Ende werden wir sehen, ob er empfehlenswert ist oder nicht. Wir lassen ihn heute als linken Stürmer spielen in der 4-3-2-1 Formation mit dem Chemistry Style Sniper. Das heißt, er bekommt nochmal 3 Schuss dazu und 3-mal Dribbling. Das heißt, er hätte jetzt hier einen Schuss von 99 und wir können es hier nochmal sehen, seine Arbeitsraten hoch und gering. Schwacher Fuß, 4 Sterne, Spezialbewegungen auch 4 Sterne, also richtig top, Mann. Und ja, mal gucken, 1,72 klein, ja, ist das vielleicht eine Schwäche? Wir werden es sehen. Wir gucken uns zuerst nochmal die Ingame-Stats an, Leute, und die versprechen einiges. 96 Ballkontrolle, 99 Effet, 99 Freistoßpräzision und hier natürlich 99 Fernschüsse. Eigentlich fast alle Werte über 90. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber dafür, dass er erst 21 Jahre alt ist oder jung, kann man ja sagen, ist er schon Weltklasse. 94er Gesamtwertung in FIFA mit 21, Weltklasse, Leute. Antritt hier nochmal 99, Beweglichkeit 99, Balance war das auch 99, hier Stellungsspiel 83 und die Übersicht auch bei 84. Das ist echt extrem krank, Leute, und das kann ich euch auch nur nochmal hier wiedergeben. Das, was die Werte hier versprechen, hält er auch eigentlich ein. Vor allem eine Sache hat mich überrascht, aber dazu kommen wir später. Zuerst mal müssen wir hier gucken, ja, sein Dribbling ist top, Leute. Wenn ihr einen Skiller sucht und ihr natürlich auch die Coins habt, würde ich sagen, 1,7 Millionen ist ja jetzt nicht wenig auf der PS4. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer der auf der Xbox ist, aber ich muss auch sagen, das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt. Wenn ihr die Coins habt, holt ihn euch auf jeden Fall mal, denn sein Dribbling, wie gesagt, wir wollten nochmal zu seinem Dribbling kommen, ist richtig stark. Auch wenn er nur 4 Sterne Spezialbewegung hat, was heißt nur, das ist schon top, macht er wirklich seine Sache gut und er kommt fast an jedem Spieler vorbei. Das ist wirklich, das hat mich richtig überrascht, Leute. Sein Dribbling war richtig stark. Natürlich hat er auch 98 Dribbling mit dem Sniper Chemistry Style bekommen von uns. Aber was er da so abliefert, ist übelst krank. Hier seine Übersicht auch nochmal auf Fellaini. Also ihr könnt natürlich ihn auch als Vorbereiter benutzen, das ist keine Frage. Aber ich sag euch mal, ich gebe euch einen Tipp, als linken Mittelfeldspieler lasst ihn auf jeden Fall nicht spielen, denn da wäre viel zu schade für. Er schießt fast in jedem Spiel 1-2 Tore und das ist eigentlich safe. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass er 1 oder 2 Tore schießt oder zumindest eine Vorlage gibt. Er ist eigentlich in jedem Spiel aktiv dabei und macht seine Sache immer gut. Seine Finesse-Schüsse auch richtig geil. Übelst krank der Schuss allgemein. Ihr könnt auch mal versuchen, von hinten so einen Longshot zu machen. Ich habe es jetzt nicht geschafft, weil ich halt nicht der Longshot-Spezialist bin. Aber was jetzt noch richtig überraschend war, Leute, was richtig überraschend war, ist seine Kopfballstärke. Seine Kopfballstärke hat mich so überrascht. Mit 1,72, fast immer den Kopfball zu gewinnen, das ist schon echt top und da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt wahrscheinlich eben schon den Flugkopfball gesehen von Hazard, das war richtig krank und dann werdet ihr gleich noch am Ende einen Kopfball sehen, aber mehr will ich jetzt auch nicht erzählen. Was ist die kleine Schwachstelle bei Hazard? Das wäre vielleicht die Stärke. Er verliert ab und zu mal einen Zweikampf, aber ist, denke ich, auch klar, jetzt hier erstmal, ja, das Kopfballtor nach einer Ecke von Hazard, Leute. Von Hazard 1,72 ist sehr klein und ja, er macht einfach ein Kopfballtor nach einer Ecke. Das hat mich richtig überrascht und überzeugt. Also ich würde sagen, er ist jetzt für mich der beste Linksaußen, den ich je gespielt habe. Okay, ich habe noch nicht Ronaldo gespielt, deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel sagen, aber zu Reus ist er auf jeden Fall ja, 5-mal besser oder sowas und das meine ich ernst, Leute. Ja, wie gesagt, seine Schwachstellen oder seine einzige Schwachstelle ist halt die Stärke, aber gegen Kompany oder sowas ist ja klar, dass einer mit 1,72 mal einen Zweikampf verliert und deswegen ist das, denke ich, nicht so schlimm. Hier können wir es jetzt nochmal sehen, sein Dribbling, sein Schuss, seine Standards auch klasse. Ich glaube, er hat 97, 99, 99, also ja, Standards, da könnt ihr natürlich auch Freistoßtore erzielen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Seine Übersicht ist auch überragend, also als Vorbereiter natürlich auch geeignet. Sein Tempo ist unnormal, der Typ ist so schnell, Leute. Und sein Kopf, wie gesagt, hat mich richtig überrascht, obwohl er nur, ja, 70 Kopf hat, aber boah. Gott, das fühlt sich an wie 85 oder so bei seiner Größe, echt top. Sein Abschluss auch richtig stark, also wie gesagt, lass ihn als linken Stürmer spielen oder als linken Flügel. Und er steht halt, wie gesagt, immer richtig mit seinen High-Low-Work-Rates. Und ja, das Negative ist halt, wie gesagt, ja,
Er verliert ab und zu mal Zweikämpfe, aber das ist, denke ich, klar. Und ja, teuer. Naja, ein Team of the Season mit 94 Gesamtwertung ist natürlich teuer, aber wie gesagt, ist natürlich dann auch ein negativer Punkt. Insgesamt kommen wir auf eine Note von einer 1-, was ja für mich auf jeden Fall eine richtig geile Note ist. Und eigentlich wollte ich ihm eine 1 geben, aber ja, dann ja, habe ich mich doch für eine 1- entschieden wegen den Zweikämpfen und weil er halt ein bisschen teuer ist. Aber wie gesagt, wenn ihr die Coins habt, dann kauft ihn euch, weil der Typ wirklich empfehlenswert ist, Leute. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Und wenn ihr mehr Reviews sehen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wir könnten theoretisch noch ein Suarez Team of the Season Review machen oder ein Sturridge Team of the Season Review. Also lasst es mich wissen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ich würde mich freuen und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Hazard, empfehlenswert, bester Linksaußen, den ich bis jetzt gespielt habe. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.